Die erste Wikinger-Mission der neuen Welterweiterung schickt uns auf eine große Bootsfahrt, auf der wir je nach Pfad 1 bis 3 von 5 Nebenquests erfüllen müssen, um Hindernisse zu entfernen. Aber was, wenn ich euch sagen würde, dass ihr diese Mission schaffen könnt, ohne eine einzige Nebenaufgabe zu erledigen? Ihr startet bereits mit allem, was ihr dazu benötigt. Bringt eure Flotte zu der Insel, auf der ihr auch die Getreidefarm für den Gärtner bauen sollt, und entladet eure Fähren. Lasst eure Krieger die feindlichen Soldaten auf der Insel töten und bringt eure Besatzungen nach Südwesten. Dort findet ihr eine schmale Landbrücke, die euch auf eine der anderen Inseln führt. Eure Gründungskarren passen hier nicht durch, aber ihre Rohstoffe können wir trotzdem nutzen. Entpackt die Karren einfach dort und lasst die Pioniere schon mal die Rohstoffe und die Landbrücke einnehmen. Schickt eure Soldaten über die Landbrücke. Ihr befindet euch nun auf der Insel, auf der ihr das Warenlager für den einen Priester erobern sollt. Auch hier müsst ihr die Soldaten besiegen. Während eure Pioniere das Lager und die Umgebung weiter erobern, lasst eure Soldaten die übrige Insel erkunden und von Feinden säubern. Insbesondere an den Küsten im Norden stehen gerne Bogenschützen, in die ich die Hälfte meiner Pioniere verloren habe. Wie auch im Missionsguide erwähnt, fehlen euch Spitzhacken, ihr habt aber alles, was ihr braucht, um ein Sägewerk, einen ersten Holzfäller und eine Werkzeugschmiede zu bauen. Ein Wohnhaus hilft auch, damit ihr Träger habt. Expandiert nun, ob mit Pionieren oder mit Türmen, in Richtung Osten. Folgt dem Pfad auf die nordöstliche Halbinsel und fällt dort so lange mit Holzfällern Bäume, bis ihr eine Werft errichten könnt. Dann baut ihr eine Fähre und bringt sie in den Zielhafen. Es hat ja niemand gesagt, dass ihr mit genau den Schiffen ins Ziel müsst, mit denen ihr losgefahren seid. Ich frage mich nur, ob es gewollt war, dass diese Lösungsweise möglich ist. Um sie zu unterbinden, hätte man nur die Landbrücke an einer Stelle unterbrechen müssen. Wenn es gewollt war, finde ich es aber umso besser, da es dem Spieler erlaubt, von den beiden vorgegebenen Pfaden abzuweichen und seinen eigenen Weg ans Ziel zu finden. Das Lager ermöglicht auch den Bau einer vollwertigen Siedlung, die theoretisch als Basis für die gründliche Erkundung genutzt werden könnte. Nur leider gibt es über die Aufgaben hinaus nichts zu entdecken.